Michael Vivell auf Schatzsuche im heimischen Keller. Dort lagern an die 1000 Dias, die sein Großvater Konrad vor Jahren auf seinen Reisen gemacht hat. Der war mit seiner Frau in den 60er und 70er Jahren viel unterwegs. Israel, Südspanien, Marrakesch, Lourdes, nur ein paar Beispiele. Michael Vivell kam auf die Idee, ein paar der Dias bei der Landsberger Kunstnacht auszustellen. Das Reisen hat sich ja sehr verändert die letzten 30, 40 Jahre. Und wenn man sich mal zurückbeamt in die Zeit der Reiseentstehung, in den 50er Jahren ging es los, und man sieht, was die eigenen Großeltern da einfach auch aus der Zeit mitgenommen haben, wie das damals auch für sie entstand, wie damals vielleicht auch ein Kreuzfahrtschiff aussah, wie ein Hotel aussah, wie überhaupt auch Sehenswürdigkeiten aussahen. Das finde ich schon spannend, wenn man das im Vergleich zu heute auch mal betrachtet. Der Opa im Toten Meer. Das muss auf jeden Fall zur Kunstnacht. Und da hängt das Bild also an der Wand mitten im Reisebüro zwischen vielen anderen Urlaubsbildern der Großeltern. Reise rückwärts, so der Titel der Ausstellung. Für Michael Vivell ein gelungenes Projekt, das noch einige Wochen zu sehen sein wird. An dem regnerischen Samstag gab es allerdings noch einiges zu erleben bei der 16. Landsberger Kunstnacht. Im Weltladen konnte man eine sogenannte Illustrationsmaschine bestaunen. Karte ziehen, einwerfen, kurz warten und fertig war die Kunstpostkarte. In Hallingers Schokoladenmanufaktur, gleich neben den Pralinen, zeigte Luis von Eckstein, was er so auf dem Zauberkasten hat. Vielen Dank. Trotz des Regens gute Stimmung in der Innenstadt, zahlreiche Besucher in den Geschäften. Bei Buch Hansa die wilde Klanghilde und die penetrante Rezitante. Wirklich gutes Musikkabarett. Bayerische Klänge auch in der hinteren Salzgasse bei Nennmann und Nennmann. Die Landsberger Tanzelmusikanten begleiteten die Ausstellung Kuh mi heidnet, Kuh mi moin von Heike Grimm. Das Rathaus in festlicher Beleuchtung. Drunten in den historischen Gewölben Kellerbilder der Künstlergilde Landsberg Lech Ammersee. Geheimes, abgründiges und skurriles. In der VR-Bank Kunst zum Mitmachen. Die Künstlergruppe der Firma Rational gestaltete einen Fingerabdruckbaum. Jeder konnte sich für eine kleine Spende beteiligen. Die Einnahmen natürlich für einen guten Zweck. Rund 70 Teilnehmer waren wieder dabei bei der Landsberger Kunstnacht. Die ganze Stadt ein einziges Kunstwerk mit einem vielseitigen Programm für alle Sinne.